Jemand hat sich von mir ein Update gewünscht und das Update möchte ich jetzt hier auch geben. Also einfach, was ist neu, was für Neuigkeiten gibt es, was ist passiert. Und wie ihr ja schon unschwer hören könnt, befinde ich mich in einem Raum, der sehr, sehr stark hallt. Und das hat auch einen gewissen Grund, und zwar ist das hier gerade, befinde ich mich gerade im Bad, in meinem Bad, also in meiner eigenen Wohnung. Das ist ein neuer Punkt. Ich habe jetzt mittlerweile eine eigene Wohnung und ja, die Wohnung ist noch so gut wie leer, deswegen halt es einfach in allen Räumen. Ja, diese Wohnung hier erfüllt eigentlich all meine Vorstellungen, die ich bevor ich die Wohnungssuche begonnen habe, hatte. Also es erfüllt eigentlich im Grunde alles. Ich wollte nicht über 500 Euro Warmmiete gehen. Ich bin jetzt hier bei 440 Euro Warmmiete. Ich wollte eine Zweiraumwohnung, das ist auch hier der Fall. Ich wollte ins Obergeschoss, also ich wollte, dass niemand über mir drüber ist, dass niemand mir auf dem Kopf rumtrampelt. Und auch das ist der Fall, ich bin im Obergeschoss. Also wirklich, wirklich, ich bin sehr zufrieden. Habe ich wirklich einen Glücksgriff gemacht, auch was die Lage angeht. Also es ist hier einfach, es ist ein sehr kleiner Ort. Also es ist ein Nebenort von dem Ort, wo ich vorher schon gewohnt habe. Und es ist einfach alles hier geballt. Alles auf eins habe ich hier zur Verfügung, sage ich mal. Natürlich nicht alles, aber das, was hier ist, ist schon in Ordnung. Ich habe einen Netto einfach gegenüber, zu Fuß 2 Minuten. Ich habe hier gegenüber eine Grundschule. Klar, brauche ich jetzt nicht, aber man weiß ja nie. Ja, hier hinten ist ein Asiate, werde ich auch nicht hingehen. Aber ja, es ist einfach alles auf einen Haufen, alles direkt vor meiner Haustür. Die Glascontainer sind auch gleich hier unten. Die Eier, von denen ich letztens gesprochen habe in dem letzten Video, die so gute Qualität haben, die sind auch zu Fuß, würde ich sagen, 5 bis maximal 10 Minuten entfernt. Eine Tankstelle ist gleich hier hinten. Ja, Bushaltestelle ist hier vorne. Also es ist wirklich, Getränkeladen ist auch nur 10 Minuten oder so entfernt zu Fuß. Also es ist wirklich alles hier. Ich bin sehr zufrieden damit. Das ist ein Punkt, der neu ist. Und ja, der nächste Punkt. Also was ich mir jetzt mit meiner Arbeit vorstelle, ich habe ja schon mal angedeutet, dass ich meine Arbeit verkürzen möchte, meine Arbeitszeit, meine Arbeitstage verkürzen möchte. Und das ist eigentlich auch immer noch so. Jetzt ist aber mein Plan, erstmal regulär weiterarbeiten zu gehen, also 40 Stunden die Woche weiterarbeiten zu gehen, Geld ansparen, weil ich habe ja jetzt natürlich auch Ausgaben durch die Wohnung. Monatlich, aber auch einrichtungstechnisch muss ich natürlich jetzt erstmal ein bisschen was plätschen. Ja, also der Plan ist, erstmal regulär für 4-5 Monate weiterzuarbeiten, vielleicht auch ein bisschen länger, und Geld zu sparen. Und dann ist der nächste größere Punkt, den ich angehen möchte, Fahrschule zu machen. Das habe ich ja damals versäumt. Ich habe angefangen mit 18 direkt, aber nicht durchgezogen. Einfach, ja, mentaler Zustand damals und Angewohnheiten damals und so weiter. Hat einfach nicht so gepasst, habe ich schleifen lassen, habe es nicht durchgezogen. Und das möchte ich auf jeden Fall nachholen. Aber ja, es ist natürlich mittlerweile mehr oder weniger ein Luxusgut, so einen Führerschein zu machen. Also ich glaube, wir sind da mittlerweile bei 4.000 bis 5.000 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Also das ist schon nicht ohne. Deswegen, das überlegt man sich zweimal, aber ja, ich will es auf jeden Fall machen, ich will es einfach hinter mich bringen und ich habe auch Bock drauf. Es muss nicht unbedingt sein, dass ich dann direkt irgendwie ein Fahrzeug mir hole, aber Hauptsache erstmal das haben, den Führerschein, und natürlich auch es können, Autofahren. Und wenn ich genug Geld angespart habe und wenn ich dann den Führerschein erfolgreich beendet habe, erfolgreich habe, dann und wenn auch das Wintergeschäft oder Weihnachtsgeschäft auf Arbeit ein bisschen abflacht, dann werde ich auf jeden Fall verkürzte Arbeit beantragen. Also es ist so, dass ich statt 5 Tage die Woche nur 4 Tage die Woche arbeiten muss. Klar, natürlich finanzielle Abzüge. Ist natürlich klar, wenn man weniger arbeitet, kriegt man weniger Geld. Wenn du jetzt, also bei einer Kollegin von mir, die macht das, die hat Montag frei und die hat dadurch dann 200 Euro netto Abzug. Also bekommt sie dann statt 1500 netto, bekommt sie halt 1300. Und so wird das, denke ich mal, bei mir dann auch werden. Aber damit kann ich voll und ganz leben, weil ich nicht wirklich große Ausgaben habe. Ja, die Wohnung jetzt halt, ne? Aber ansonsten dann halt noch
die Nebenkosten von der Wohnung, was da alles so anfällt. Und dann natürlich noch wöchentlich Einkauf, Lebensmittel und so weiter. Das ist eigentlich alles, was ich an Ausgaben habe. Deshalb, ich komme gut durch mit 1.300 im Monat. Deshalb will ich das wirklich machen. Ich brauche nicht mehr Geld momentan. Man braucht immer mehr Geld, aber es ist bei mir momentan nicht so wichtig wie mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche nicht mehr Geld, ich brauche mehr Zeit. Ich könnte natürlich den Führerschein jetzt direkt schon anfangen, indem ich meine Kryptowährungen anfasse. Ich habe ja da einen recht guten Puffer mir angebaut, sage ich mal. Aber das will ich vermeiden, das will ich wirklich vermeiden. Ich will das einfach in Ruhe lassen, meine ganzen Krypto-Rücklagen, weil ich habe da schon genug reingefuscht. Die anderthalb bis zwei Jahre, die ich letztens wieder arbeitslos war, da habe ich ja kein Arbeitslosengeld bezogen und habe einfach von meinem Ersparten gelebt. Und da habe ich in die Krypto-Rücklagen reingefasst und das will ich wirklich vermeiden. Deshalb ja, gehe ich da nicht ran. Ich werde einfach nur arbeiten, Geld sparen und dann damit mit dem gesparten Geld werde ich dann den Führerschein angehen. Und genau, das ist so mein Plan, was das angeht. Und was ich jetzt noch vergessen habe zu erzählen, ist, dass meine Arbeitsstelle jetzt einfach noch näher an mir dran ist. Also wirklich, wenn ich richtig schnell mit dem Fahrrad fahre, bin ich in 2 Minuten da. Also es ist wirklich ein Katzensprung und das erleichtert einiges, weil gerade im Winter, der jetzt kommt, ich habe das Jahr 2021 oder 2022 schon mal mitgemacht, so einen harten Winter. Vielleicht war es auch 2020, ich weiß es nicht. Aber es war ein harter Winter halt und ich bin trotzdem wirklich mit dem Fahrrad, was anderes blieb mir mehr oder weniger nicht übrig, bin ich mit dem Fahrrad einfach jeden Morgen durch den tiefsten Schnee gefahren. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das gemacht habe, aber das bleibt mir jetzt erspart, dadurch, dass ich jetzt wirklich, also meine Arbeit ist einfach wirklich 300, 400, 500 Meter in die Richtung. Also es ist wirklich perfekt. Von der Lage her kann ich mir echt nichts Besseres vorstellen. Genau, das wollte ich jetzt noch natürlich sagen, das ist ein wichtiger Punkt, den ich vorhin vergessen habe. Und ansonsten ist das mein Update jetzt erstmal. Das sind so die größten Punkte, die zu erwähnen sind. Wenn ihr irgendwelche anderen Punkte noch wissen wollt, dann gerne in die Kommentare schreiben. Ich könnte natürlich jetzt auch noch viel frei Schnauze erzählen. Es gibt natürlich auch sonst noch Punkte, die ich so ringsherum mache. Aber das waren jetzt erstmal so die größten, nennenswertesten Punkte. Und ansonsten, wie gesagt, wenn ihr irgendwas anderes noch wissen wollt, dann einfach in die Kommentare schreiben.